Können wir wieder die Aufnahme aufmachen? So, da flog ich kurz. Okay, weiter geht's. Rechts oder links? Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Außer, dass hier Stuff ist. Töte mich nicht! Dich töten? Ich habe gerade dein dummes Leben gerettet. Wer bist du überhaupt? Ich bin Turbo. Tja, wenn du weiteratmen willst, dann folge mir. Das hier ist Raider-Gebiet. Brav. Und los. Los. Sieh dir das an, BD. Priorit. Links war ziehen. Komm, komm doch mal ran. Hier Tasten vertauscht, Bitch. Noch ein Kopfgeldpuck. Wir sollten ihn Cage zeigen. So nämlich. So kommen wir schneller voran. Nee, wir wollen nicht schneller voran. Wir wollen höher raus. Lass mir ein Stim zu, BD. KKK. Ungezähmtes Tiefland. Holy shit, dog. Die Planeten werden ja riesig. Gibt wahrscheinlich nicht so viele. Denken wir auch wieder so 3 vielleicht. Gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass das Spiel so riesig. Wobei, es waren 130 GB. Ist halt auch schon wieder massive. Da unten war das leuchtet zu blau. Nee. Oh, oder? Nee.
Na, hier müssen wir noch rein. Voller Kinn und Schnurrbart, geil. So. Vor allem, hä? Das ist ja nicht mal... Nicht mal den Weg, den ich gehen soll. Oh, ich komme da wieder zurück. Okay. Dann will ich mal hier was ausprobieren. Muss ich kurz mal Sachen vorbereiten? Kann ich? Stimmt. So dumm. So. Ja, das ist der Ort hier. Du kannst ja ewig in der Luft bleiben. Ich weiß nämlich, dass es ein Achievement gibt für 60 Sekunden lang den Boden nicht berühren. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Minute ist. Es gibt ja noch so ein paar Orte, wo man dann hin kann. Geradeaus hier zum Beispiel. Kann man ja, glaube ich, auch landen. Meint er, war das schon eine Minute? Ich glaube schon. Probieren wir es einfach aus. Wir landen jetzt einfach hier hinten. Na, wir probieren es. Jo. Hat geklappt. Das war der Ort. Wo man ganz einfach das Achievement holen kann. Geil. 69%. Ah, wir können jetzt da auch rein. Scheinbar. Du willst mich beschützen.
Hilfe! Einfach erschießen. Stimmt zu mir, bitte. Lass uns das See zeigen. Gut, können doch noch nicht weiter. Also alles machen. Uns fehlt noch das für die grünen Türen. Zack. Ah, warte. Dann können wir den Laser bewegen. Aha, reicht ja. Ja, geil einfach. Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Nice one. Machen wir eine Pause. So. Dann gehen wir hier mal rein. In Bewegung bleiben, Kumpel. Er keine Chance hat. Alter! Dagon bewaffnet Raider mit Lichtschwertern? Gut, dass sie die Macht nicht nutzen können. Hm.
Dein Auftritt, BD. Krass. Schön. Heißt, die Lichtschwerter sitzen hier einfach so rum? Kein Durchkommen. So, ist auf jeden Fall auch eine coole... Habe ich doch kaputt gemacht, naja. Ah, guck mal. Ja, da hinten kommt man auch drauf, da sind Viecher. Seltsames Gerät. Sieht kaputt aus. Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Nein! Wartet! Santari. Was immer dieses Gerät ist, Dagon hat andere Jedi dafür getötet. Kell findet ein geheimnisvolles Gerät aus der Hohen Republik. Die Emergenz, aha. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Sehen wir uns das mal an. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Das sind 229. Ich hab das gerade richtig gesehen. Eich, du Scheiße. Na, ja, das war auch mal ein Jedi. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Meister Cordova sagte, dass Centauri Kree auf dem Mond von Koba ein Labor hatte. Vielleicht erfahren wir dort mehr. Hm. Maybe. Waren wir ja auch schon. Ja, kochender Fels ist der Rest da. Okay. Hier geht's auch noch rein. Aber alle wegschießen. Und die werden auch gestunt scheinbar dadurch. Gibt es hier mehr? Oh ja. Sehen wir uns das mal an. Ein Dingens der... Kämpfer an meiner Seite. Ich bin nicht der Feind. Stimm bitte! Thank you.
Sutterbahn. Easy, oder? Wenn man alles in seiner Macht Stehende nutzt. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Mhm. Nice one. Ja, der Rest ist dann hier. Aber 8 Stück ist schon heftig. Naja. Danke, mein Freund. Das kann ja alles sein. Von Blumen bis Disketten. Bis wirklich gute Sachen. Lass uns hier eine Pause machen. Mhm. Überleben war fertig, ne? Ja. Um 3. LB, X, mehrere Schwünge auszuführen, die rasch Munition abfüllen, wenn sie treffen. Hm? Vorwärts, BD. Das könnte einen hier angreifen. Nix. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Einfach nur Loot. Oh. Kommt man wohl später lang. Vielleicht kriegt man wirklich einen Jetpack oder einen Triple Jump. Ja, das ist auch wieder die grüne Wand. Das müssen wir echt mal kaputt machen. Hier dann doch die grünen Wände, diese komischen. Dieses Terminal wird warten müssen. Terminal. Müssen wir wahrscheinlich, wie kriegen wir wahrscheinlich immer noch Machtblitze? Was ist das denn?
Alter! Unbedeutend. Komplett nass gemacht. Plötzlich denkt sich das Spiel wieder, oh, ich schaff keine 60 FPS mehr. Na los! Guck mal, das war ein einzigartiger Gegner. Oh, jetzt ist er tot. Naja. Aber wollen wir uns mal noch einen Punkt holen? In unseren passiven Stats. Kopfgelder verfügbar. Okay, stimmt. Muss auch noch irgendwie reinkommen. Erstmal wieder in die Bar. Als hätte sich ein Schwarm Skurm eben in einem Wellness-Hotel eingenistet. Ade. Hey, Scoover, wie ist das Wasser? Ach gut, ich wollte dir nur danken, weil du mir deinen Tank geliehen hast. Da ist noch viel mehr Platz für viel mehr Fische. Die Ruder können in Bewegung bleiben. Ja, wie wär's mal mit sauber machen? Schön, dass ich das mit einem Freund teilen kann. 15 sogar. Sieht gut aus. Eine wohlüberlegte Bahn, Kerl. Ja. Fucking schmutzig. Oh. Willkommen, willkommen. Komm näher. Unser Retter kehrt zurück. Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Bimauk und das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailoons Saloon ein Holotaktik-Spiel aufgebaut. Ich bin Kerl. Freut mich, dass ihr beide das Pailoons gefunden habt. Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Droidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Verstanden. Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Genau. Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Lust auf eine Partie Holotaktik. Wähle, besiege einzigartige Belohnungen.